Ja, hallo liebe Freunde von Schülerprogrammieren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen uns heute mal Python hier angucken. Ich wollte euch heute mal ja, vier oder fünf Möglichkeiten zeigen, wie man Python ausführen kann. Ja, was für Möglichkeiten ihr im Netz habt, welche Seiten es gibt und ja, das schauen wir uns hier mal kurz im Schnelldurchlauf an. Und Python 1 haben wir hier. Gehen wir mal rein. Das habe ich bis gestern auch nicht gekannt, zu finden unter codewith.mo. Schauen wir uns mal an. Gehen hier rein und rufen die Seite hier mal auf. Das wäre hier also meine Möglichkeit hier, ja. Darüber werde ich auch ein extra Video nochmal machen, wie das genau funktioniert. Ja, also so ein kleiner Python Teil, wo du hier auch Python ja so ein bisschen üben kannst, sage ich jetzt mal. Ja, wenn du jetzt nicht gleich so einen riesen PyCharm oder irgendwas runterladen willst, ja, ist es glaube ich ganz cool. Aber ich kann selber noch nicht allzu viel zu sagen, weil ich habe das Video noch nicht fertig. Ich werde es auf jeden Fall mal testen und selber auf den Rechner ziehen und dann werde ich berichten. Ja, auf jeden Fall schaut euch mal rein und unter codewith.mu zu finden könnt ihr Python ausführen. Das wäre mein Tipp, ja, Nummer 1. Ja. So. Dann als nächstes haben wir hier natürlich der Klassiker unter JetBrains natürlich. Also kannst du dir die IDE runterladen. Ja? Schauen wir mal hier. So. Also gibt ja hier die Community, also die ist kostenlos letztendlich. Ja, und die andere eben. Es gibt eine bezahlbare und die kostenlose. Ja. Wenn du die Community runterlädst, die ist kostenlos. Und hier kannst du also praktisch die IDE von Python runterladen und dort deinen Code schreiben. Und so sieht das Ding hier aus, sage ich jetzt mal. Ja. Dann als nächstes Tipp 3, es gibt auch die Möglichkeit über programize.com. Ja? So ein Online-Compiler ist auch sehr cool, wenn du dir erstmal gar nichts Großes runterladen willst. Ja? Dann kann man das hier natürlich hier auch nutzen. Schauen wir uns an. Zack. Ja, und kannst dann hier praktisch so reinschmeißen deinen Code. Ja, und dann gehst du hier oben auf Run. Ja? Ich jetzt hier ist Print Hello World. Jetzt klicke ich hier auf Run, zack, und hast hier schon praktisch die Ausführung hier drin. Ja, funktioniert also prima. Habe ich auch schon ab und zu benutzt, wenn ich mal kurz was ausprobieren will. Ja, ist das eigentlich ganz cool hier, wie ich finde. Schaut einfach mal rein unter programize.com könnt ihr den hier nutzen. Ja, so. Dann natürlich der Fuzz-Klassiker, ja, hier von W3 Schools. Kannst du natürlich, das ist natürlich richtig cool, weil du hast hier endlos viele Möglichkeiten, Python zu lernen, ja. Wie funktioniert das? Ja, du gehst also hier auf die Seite W3 Schools, gehst auf Python, ja, bin ich jetzt hier drauf, ja. Und hast hier zum Beispiel auch schon in Navigation, was alles wichtig ist, in Python zu lernen, ja. Und ja, kannst du zum Beispiel hier, was sind Strings, ja, gehst du hier rein, ja, und hast hier dann praktisch try it yourself, ja, probier es selber aus, ja, und dann kannst du hier zum Beispiel, ja, kannst du das, ja, schreibst du Hello World oder so rein, ja, oder was auch immer, ja, und klickst auch auf den Run-Button und dann wird es hier angezeigt, ja. Ist sehr cool, weil du hast halt, ja, du musst nicht erst irgendwie was installieren, sondern kannst es erstmal so ein bisschen ausprobieren, ob das Ganze was für dich ist, ja. Python ist ja sehr umfangreich, kannst alles Mögliche damit machen, kommen wir später auch nochmal drauf, so. Dann natürlich der Kla weitere Klassiker, natürlich über Visual Studio Code kannst du natürlich auch Python hier ausführen. Schauen wir uns kurz an, gehen hier drauf, zack, und haben hier Visual Studio Code. Ja. Nicht zu verwechseln mit Visual Studio. Ja. Visual Studio ist praktisch, ich schreibe es mal kurz nochmal auf für alle. So. Also, Visual Studio Code ist praktisch ein Quellcode-Editor.
Control Studio Code. Ja, also das ist praktisch der Quellcode Editor. So. Und Visual Studio. Damit kannst du zum Beispiel mit C Sharp programmieren. Ja? Also man schreibt das C und dann ja dieses Hashtag-Zeichen. Ja? C Sharp ausgesprochen. Ja, was kann man damit machen? Spiele programmieren natürlich. Ja? Zum Beispiel. Ja? Kannst du mal reingucken oder wenn dich das interessiert, gibst du auf YouTube ein, ja, C-Sharp-Einführung oder so. Ist auch eine spannende Programmiersprache, ja, sich mit C-Sharp eben zu beschäftigen. Ja, lädst du dir Visual Studio runter, ja, und wenn dich das interessiert, ja, gibt sehr viele Videos auf YouTube, guckst dir einfach an, ja, genau. Dann natürlich auf Schulhof programmieren gibt es natürlich eine riesige und Dings, hier mal kurz rein, Steuerung V. So, was kann man alles mit Python machen, ja, also, und was ist PyScript mit vielen Beispielen, hier siehst du endlos alles, ne, und hast hier, ja, kannst einfach so viel machen mit Python, ja, auf jeden Fall sehr spannend zu finden hier unter Schulhof Programmierung verflixt, welche Programmiersprache soll man lernen. Ja. Python ist natürlich sehr einsteigerfreundlich, sage ich jetzt mal. Ja. Die Alternative wäre natürlich, schreibe ich immer, du steigst in die Frontend-Entwicklung ein. Ja. Weil gerade in der Webentwicklung wird Python eigentlich eher im Backend benutzt. Ja. Das heißt, also im Frontend hättest du, Frontend heißt das praktisch, wenn du zum Beispiel ja, auf deine Webseite oder morgens dein Handy anmachst, ja, und dann siehst du eben das, was du siehst auf dem Bildschirm, ja, das ist Frontend. Ja. Und die Sachen oder die ganzen Webseiten, ja, Frontend. Ja. Und das muss ja irgendwie dargestellt werden. Ja? Dann hast du hier die Markup-Sprache. HTML. Ja, ist keine Programmiersprache. So. Und für das Styling, ja, hast du CSS. Ja? Kannst du alles bei YouTube am besten mal angucken, würde den Rahmen sonst sprengen. Aber ich zeige dir jetzt einfach noch eine andere Möglichkeit. Ja? Gestalting Style Shot. Ja. Das heißt, jede Webseite sieht ja ein bisschen anders aus. Ja? Und mit CSS praktisch bestimmst du, ja, wo sollen die Bilder hin, wie soll der Hintergrund aussehen und so weiter. Ja, das machst du alles mit CSS. Ich mache das hier mal ein bisschen größer für euch. So. Ja. Und was hast du sonst noch? JavaScript natürlich. Ja. Das wäre hier praktisch, damit schreibst du Funktionen, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, du klickst auf einen Button und dann passiert irgendwie was oder so, ja. JavaScript ist eben für die Dynamik praktisch zuständig. Ja. Und wo kannst du das Ganze zum Beispiel jetzt hier machen? Ja, das könntest du alles mit Visual Studio Code machen. Ja. Dann lädst du dir das runter, Visual Studio Code. Und könntest zum Beispiel loslegen. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also häufig im Frontend wird natürlich auch noch mit der Bibliothek gearbeitet. React.js. Oder Vue.js oder Angular. Allerdings sind es Frameworks, ja. Frameworks. Vue.js, Angular. Ja. Python, ja, schreiben wir hier mal kurz so ein bisschen Technik. Also Python ist praktisch Backend. Ja, es ist praktisch das, was du nicht siehst im Hintergrund, ja. Backend.
Klassiker in Python wäre natürlich in der Webentwicklung Python in Django zum Beispiel. Python in Django, ja, für große Business-Projekte, sage ich jetzt mal. Ja. Oder kannst auch mit Python and Flask arbeiten. Ja. Kannst du dir alles mal auf YouTube eingeben, ja, wenn dich irgendwie was interessiert, was ich gerade so aufführe. Ja, oder wenn du sagst, ja, ich weiß nicht so richtig, wo hinten und vorne ist, wie soll ich überhaupt anfangen. Es gibt so viele Techniken. Ja. Dann wäre also das hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, dass du sagst, okay, ich steig's erst mit Frontend zum Beispiel ein. Ja. Lernst HTML, CSS, JavaScript, hast du ganz viele Möglichkeiten auf Schulo-Programmierung. Klick dich einfach ein, ja, geh dort auf Anfänger, ja, ist ein riesiges Ding, und zieh dir da mal HTML, CSS und JavaScript rein. Ja, um einfach mal zu gucken, ja, ob dir das gefällt, und dann baust du eine kleine Webseite, baust eine kleine App oder so, ja, was auch immer, ja. Und dann später könntest du zum Beispiel eben auch mit Python im Backend ein bisschen was machen, ja. Was kann man eigentlich sonst mit Python noch machen? Ja, können wir hier auch noch kurz, was kann man so mit Python? Ja, frag dich ein Kumpel, was kann man eigentlich mit Python machen? Was würdest du denn antworten? Ja, also, A, du kannst mit Python zum Beispiel auch Spiele programmieren. Ja, wenn dich das interessiert, was brauchst du da? Dann gehst du rein und sagst, okay, Python and, ich schreibe schon Englisch, weil ich habe so viele englischen Programmiergruppen, Python und Pygame, ja? Ja, zum Beispiel. Kannst du auch auf YouTube eingeben mal und schauen, wie das funktioniert, wie du das drauf spielen kannst. Ja, na, kannst du dann praktisch Spiele programmieren, oder kannst auch mit Python und Ursina arbeiten. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen spieletechnisch, wenn du da ein bisschen was probieren willst, wenn wir jetzt gerade mal bei Python bleiben. Ja. Was kann man sonst noch mit Python eigentlich machen? Du kannst natürlich Daten visualisieren. Ja. Was heißt das schon wieder? Visualisieren. Das heißt, sagen wir mal, du hast jetzt, keine Ahnung, du willst eine Statistik oder irgendwas hast du. Ja. Und du willst das ähnlich wie in Excel jetzt zum Beispiel so in so einem Diagramm darstellen. Ja. Wie könnte man das in Python machen? Ja, gibt es auch Techniken. Lernst du Python and Plotly. Und Plotly. Ja. Gibt es auch Videos auf YouTube? Guckst du einfach rein, wenn dich das interessiert. Ich glaube, so wird es geschrieben: Plotly. Ja. Das wäre hier also auch noch eine Möglichkeit. Ja. Was kann man sonst noch mit Python machen? Gerade mal überlegen. Also ich bin mir so im Frontend unterwegs, hast du ja Spiele, Plotly, du kannst zusätzlich noch über die Konsole natürlich sehr viel auch machen, ja, wenn du irgendwas Datentechnisches eingibst. Eine ganz interessante Technik ist die GUI-Technik, ja, wenn du das mal irgendwo liest. GUI, ja, was heißt das? Klingt zunächst lustig, ja. Es nennt sich Graphical User Interface. Ja. Was heißt das? Du hast ja hier jetzt zum Beispiel, ich mache das hier so ein bisschen in WordPad, ja, oder in Dings, hast du hier bestimmte Oberflächen. Ja, oder wenn du Word oder Excel oder irgendwas ein Programm aufmachst, ja, dann hast du eine bestimmte grafische Oberfläche. Ja, und das nennt sich Graphical User Interface. Ja. Das heißt, du könntest hergehen und in Python natürlich auch Oberflächen, also ja, Software-Oberflächen praktisch programmieren. Ja. Das heißt, mit was müsste man das machen oder was müsstest du da lernen? Ja? Das ist natürlich eine super interessante Geschichte, und zwar machst du das mit Python und Tikinter. Ja? Gibst du mal ein bei YouTube, ja?
Und dann ziehst du ganz schnell. Es ist ziemlich cool, wenn das bei dir läuft. Ja, dann kannst du eben, könntest zum Beispiel hergehen, ein kleines Rechenprogramm machen. Ja, dann hast du halt so eine Oberfläche, wo ein User eben rumklicken kann. Ja, wo du selber oder du willst selber irgendwie was bauen, sage ich jetzt mal. Ja, das ist super spannend. Die Technik auf jeden Fall reingucken, wenn du im Bereich Python hier was machen willst. Ja. Was ist sonst noch, was mir so spontan einfällt, wäre die Technik PyScript. Was kann man da, was ist das hier schon wieder, ja? PyScript ist praktisch, wenn du Python-Code in HTML ausführst. Ja? Python-Code in HTML ausführen. Wie geht das eigentlich? Ja? Gibt es auch eine extra Seite? Gehen wir hier mal kurz. Ja, können wir kurz reingucken. Schon bei Python. Muss ich nur gucken, ob PyScript.net findest du das. Ja? Hast du hier praktisch. Lädst du dir das Ding hier runter? Ja, es gibt auf YouTube, ich hatte da mal ein Video drüber gemacht, gehe einfach bei YouTube ein PyScript in HTML runterladen und dann findest du das Video auch oder ich kann es verlinken. Ja. Und lädst es hier runter, das ist so ein Code-Snippet, ja, und das fügst du praktisch in deinen Code ein, ja, und dann kannst du PyScript ausführen. Ja. Auch sehr cool und interessante Technik. Guckst dir einfach an oder probier es aus. Ja, wenn dich das hier interessiert. Ja. Wir haben hier noch zum Thema Visualisierung. Hier im Punkt B habe ich Python in Plotly genannt. Du könntest auch mit chart.js arbeiten. Chart.js, ja. Damit kannst du auch praktisch ja, Daten visualisieren, eben in Diagrammen anzeigen. Dann können wir mal kurz reingucken. Hatte ich vor ein paar Monaten mal ein Video drüber gemacht, wie das genau funktioniert. Kann ich euch auch verlinken. Chart.js, so. Hier mal kurz rein. Ja. Hast du also hier praktisch, ja, get started, gehen wir hier mal rein und dann kannst du hier die Chart-Typs Dings angucken. So. Ja. Also hier so ein, die Installation ist ein bisschen tricky, aber das siehst du schon hier, hast dann alles praktisch so, kannst du deine Diagramme praktisch in Visual Studio Code machen. Ja. Das ist Visual Studio Code. In Visual Studio Code kannst du das Ganze aufbauen. Ja. Und angucken natürlich über den Live-Server von Visual Studio Code. Ja. Genau, dann hast du hier auch alle Möglichkeiten eben, ja. Wäre jetzt noch eine Alternative, ja, wenn du wo mir spontan einfällt, wenn du jetzt Plotly oder so nicht magst oder du willst deine Sachen anders codetechnisch darstellen, dann schau dir das hier auf jeden Fall an und schau dir das Installationsvideo auf jeden Fall an, weil es ist ein bisschen tricky, das Ding hier, ja, und bis man es drauf hat, sage ich jetzt mal. Ja. Du siehst also, man hat schon eine Menge Möglichkeiten mit Python, ja, einzusteigen. Und das habe ich dir auch gezeigt, wie du hier die ganzen Sachen, ja, wie du es aufrufst, was du brauchst und so weiter. Ja. Und bevor du jetzt wegklickst, abonniere unbedingt den Kanal. Ja. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.